Ist klar. Sitz! Sack voll Scheiße, tot! Von dir übrig bleibt. Scheiße! Mal sehen, ob dein Blut rot ist! Irgend so ein Neger! Überall an! Blut ist hier! Schieß den Arsch endlich! Um mich zu verletzen, braucht es mehr als dich!
Meine Waffe, verstanden? Ich breche ihm sämtliche Knochen. Ich muss in Deckung gehen. Ich sehe nach, aber noch da. Ich gehe in Deckung. Muss die Wege gemacht haben. Der Wichser ist da drüben hin. Wo ist er hin? Gib mir Rückendeckung! Hier! Hier drüben! Aus dem Weg, Leute! Hab ihn im Visier! Los! In Deckung! Sehen wir mal hier nach. Ich mache hier drüben weiter. Vollen Visier! Wie zum Henker konnten wir ihn entkommen lassen? Das ist doch scheiße! Ich warte. Sehen wir uns das mal genauer an. Mach deinen beschissenen Job und fick. Einen Entdeckungs! Zu spät, um abzuhauen, Junge! Ich würge jeden Funken Leben aus dir raus! Ich gehe in Deckung! Ich muss hier raus! Schieß! Scheiße, schieß! Der Kerl hat mich getroffen! Ich verschanz mich! Ja, das gefällt mir! Der Scheiß! Leider schick ihm einen Molotow!
Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade! Lebend kommst du hier nicht raus! Zu spät, um abzuhauen, Junge! Nussen! Probier's mal mit mir, Großer! Warum finden Sie diesen Pisser nicht? Wo haben wir noch nicht gesucht? Hast du den Wo sind jetzt deine dicken Eier, Kleiner? Kannst du mir ein paar Jungs aus deiner Crew für Tick vorschicken? Ich kenne genau die richtigen Jungs für diesen Job. Aber ich erwarte, dass du dich bei unserem nächsten Treffen daran erinnerst. Wer Sammy Robinson für den Drahtzieher beim Mardi Gras-Überfall hält, hat keine Ahnung. Dass er dabei war, heißt noch nicht, dass es seine Idee war. Und es gibt auch nicht den kleinsten Beweis dafür. Das Geld blieb verschwunden und Sammy hat sich nicht selbst in den Kopf geschossen und dann seine Bar angezündet. Es gibt nur einen Grund, warum man ihm das angedichtet hat. Seine Hautfarbe. Hey, Mr. Clay. Schon mal was von Autofahren und Alkohol gehört? Sie sollten nicht gleichzeitig fahren und trinken, sonst verschütten Sie noch den Drink. Ja, so ist das. Tut mir sehr leid. Wir bezahlen nicht. Irgendwer sollte sich mit mir anlegen.
Bilde ich mir das nur ein? Was glaubst du, wo du hingehst? Hier! Alle Mann in Deckung! Ich werf den Molly! Formiert euch hinter mir! Los! Geh rum, wo er dich nicht sieht! Die ganze Scheiße haben wir ihn. Das ist, wie du glaubst. Ich geh in Deckung! Für das hier und jetzt! Keine Kugeln mehr! Du bist nicht so gerissen, wie du glaubst. Scheiße, keine Kugeln mehr! Na komm, hier ist jemand, der... Gottverdammte Zeitverschwendung. Für den Tick vor. Schick mir jemanden zum Bargeld abholen. Bin gleich da. In Ordnung. Was gut drauf. Was wickeln wir heute ja. Unterwegs? Melde dich, wenn du mich brauchst.
Wie du glaubst. Ich gehe in Deckung. Der Knochen gehört mir. Irgendwelche letzten Worte, Arschloch?
Ich will nur, dass alles wieder so wird, wie es mal war. Vor dieser Nacht. Diese Männer willst du also alle töten, ha? Nein, war die falsche Antwort. Diese Stadt hat den Krieg von 1812 überstanden. Den Bürgerkrieg und weiß Gott wie viele Hurricanes. Aber als Lincoln Clay beschloss, die Mafia zu vernichten, richtete er mehr Unheil an als alle Kriege und Hurricanes. Aber so ist denn hingehen. Sir Marcano verdient es zu sterben, da kann ich nicht widersprechen. Töte ihn, aber dann zieh einen Schlussstrich. Es reicht doch nicht! Es reicht dann, wenn du dir sagst, dass es reicht. Es geht mir nicht um Rache. Oder um Selbstjustiz. Aber das Schwein soll am eigenen Leib erfahren, was es heißt, alles zu verlieren. Willkommen zu Hause, mein Sohn. Ich werde ihn Stück für Stück vernichten. Wo steckt Alvarez? Du! Du wolltest mich umlegen. Ich hatte nur getan, was Onkel Sam mir aufgetragen hat. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Du bist Sal Marcano. Wenn du tun würdest, was man dir sagt, würden wir nichts in der Scheiße stecken. Das ist eine Sackgasse. Biegst du nicht rechtzeitig ab, gibt es keinen Weg zurück. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann abfinden.